Even for the most natural-born racing drivers, it takes years of training and mental conditioning to master cars like these. They say the first car race happened as soon as the world's second car was built, and motorsport has been evolving ever since. From the historic sports car races of the 50s to the modern cutting-edge technology of the Formula E racing series. Many resemble cars you see on the roads, though they are merely lookalikes and are very different beasts to their road-going counterparts. But they do look a bit similar, and that's important because, to borrow a phrase from NASCAR, if you win on Sunday, you sell on Monday. These fire-breathing race cars compete in events across the world, where close-quarters racing often becomes a full-contact sport on the road to victory. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Bei Regen werden die Karten neu gemischt. Bei schlechten Sichtverhältnissen, geringerer Bodenhaftung und Aquaplaning kommt es mehr auf ein Gefühl für die Straße als auf schiere technische Überlegenheit an. Die folgende Serie wird auf Strecken ausgetragen, die für ihre Schlechtwetterrennen bekannt sind. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von, genau, Forza 6. Modern GT Racing, V8 Supercars. Mal mit Formula E anfangen. In the olden days, motorsport was something you could smell a mile off. You had scorched rubber and petrol fumes and many fluids, some of them from the drivers. But this is the future, and this is a Formula E car, a completely electric space-grade single-seater with its own race series endorsed by the FIA. Können wir da noch andere kaufen? Ja, die sind alle auch gleich. Ja, sind ja alle gleich. Und nehmen wir den. Ihr nächstes Rennen findet in Le Mans statt. Die Strecke umfasst abgesperrte öffentliche Straßen und eine geteerte Fahrbahn für Rennfahrzeuge. Yay. Obwohl mit so einem Formelwagen im Rennen, im Regen, ist auch ganz schön mutig, glaube ich. Egal, schaffen wir schon. Kriegen wir hin. Ja, wir schaffen das. Es lädt mir wieder eine halbe Stunde. Gut, dann würde ich sagen, Start the Engine. Das wird interessant jetzt. Ich hoffe, das war keine Fehlentscheidung. Ach, da wird ja alles nass. Man hört mal wieder mal gar nichts. Also Sounds haben die keinen. Alter, die haben überhaupt keinen Sound. Ja, Elektrowagen. Hätten da nicht hinten einen kleinen Lautsprecher dran machen können? Alter, was machen die denn da für eine Scheiße gerade? Die hören sich ja lustig an. Danke, ich wollte eigentlich nicht reinfahren. Die hören sich lustig an. Oh, warum bremst du? Ja klar, Kurve, aber du hast ein bisschen früh gebremst. Also es geht besser als ich dachte, aber die Autos hören sich aber nur scheiße an. Als ob sie Keuschhusten hätten oder so. Als ob sie keine Luft kriegen. Oh Gott, das kann ich mir keine ganze Staffel antun. Ist ja übel.
Also eigentlich ist es ja unwichtig, aber mir fehlt einfach der Motorensound gerade so dermaßen. Mörder, Annie? Ernsthaft? Das Auto ist. Das hört sich an, ey. Ja, ich schaff's aber auch nicht so ganz auf der Strecke zu bleiben. Jetzt habe ich endlich mal den Forza-Hub installiert, wurde mir auch in den Kommentaren zu geraten, dass man da regelmäßig Kohle und alles abholen kann und extra Autos auf die anderen Spiele und bla bla bla. Dankeschön für den Hinweis, ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Ein ganz schlechtes Namensgedächtnis, aber ich glaube, du fühlst dich dann schon angesprochen. Ob sich das durchsetzen wird im Rennen, in der Wirklichkeit. Ein Elektroauto ist vielleicht, aber bauen sie hinten eine Soundanlage hin, die Motorengeräusche simuliert, weil das ist ja das, was die Leute auch so ein bisschen hören wollen, aber das hörst ja mal gar nichts. Mörder Annie habe ich geschlagen, yay. Spain Toy. Oh, Katze. Mann. Ich glaube, wir werden mal nach der Aufnahme, das nächste Rennen werde ich noch mit dem Auto fahren, werde mir mal das Auto wechseln. Ne, die Klasse können wir ja nicht wechseln. Ja, die sind ja alle Autos, sind ja so, ist ja eine E-Klasse. Ach, das ist doch scheiße. Mir fehlt ein bisschen der Sound. Noch zwei Runden. Wenigstens haben wir den Sound vom Regen. Das wäre ja richtig langweilig. Danke. Gefällt mir nicht.
lasse ich mir nicht gefallen, lieber Wendet Bandit. Was? Das gab kein gutes oder wenigstens kein perfektes bzw. gutes Überholen? Was hat sich der Wendet wieder neben mir? Also mir fehlt gerade richtig der Sound. Da ist strange. Ah, ernsthaft? Jetzt hat er meinen Trick mal gegen mich angewandt, dass ich immer so spät bremse. Warum zieht er jetzt so weg? Das ist wieder genau das, was ich meine. Er kommt zur gleichen Zeit wie ich aus der Kurve raus und hat einfach mal so übel mehr Speed. Gut, das war jetzt meine Schuld, weil ich die Curbs mitgenommen habe. Also ich habe gerade richtig Probleme mit dem Auto, ey. Den Sound, das ist nicht schön. Echt nicht schön. Das hört sich echt scheiße an, ey. Ist nicht schön, macht keinen Spaß. Dann immer dieses Rauschen dazu. Weil er ernsthaft... Wow! 300 Meter vor mir. Da holt mich der Nächste. Meter. Es ist doch so eine Verarschung. Es ist doch, die KI ist so eine Verarschung hier. Es ist einfach nur eine richtig fette Verarschung. Wer das programmiert hat, der gehört echt auf... Naja, nicht aufgegangen, aber der gehört ausgepeitscht. Alter, jetzt habe ich auf die Minimap geguckt, jetzt habe ich gepennt. Das hätte mich beinahe gerade den zweiten Platz gekostet. Naja, wenigstens zweiter. Ah, nicht mal ein Levelaufstieg. Hey. Ah, gut, dann noch Rennen 2 hinterher. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Das Rennen findet auf dem Nürburgring statt. Diese respekteinflößende Rennstrecke in der Eifel wird auch die grüne Hölle genannt. Ja, heute eher wohl die graue Hölle. So verregnet wie es ist. Na komm, mach schon. Mach's nicht so spannend. Oh,
haben wir denn für einen Nürburgring irgendwelche Mods? Nee, da ist nichts dabei, sonst. Aber vielleicht hilft der Mod schon ein bisschen. Es hört sich so scheiße an. Pizza. Oh, hier sind schon ein paar mehr Pfützen als eben. Das ist ein bisschen doller. Lass sie vorbei. Lass mich vorbei. Ganz schön anhänglich, Junge. Psst. Ui, schöner Slide. Selbst mit Windschatten komme ich nicht so vorbei, wie die mich manchmal überholen. Ich fahre hinter ihm mit Windschatten und gewinne keine mehr Geschwindigkeit, als die das manchmal machen. Ich bin trotzdem nicht schneller. Ja, das... Ich fühle mich ja echt gemobbt. In der KI. Da kommen wir nicht vorbei. Doch, da kommen wir vorbei. Ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl, dass das Spiel kaputt ist und deswegen kein Sound kommt. Weil ich einfach nichts höre. Nur dieses Pfeifen, das hört sich echt zum... Da hat man im Hinterkopf so ein bisschen das Gefühl, oh, die Soundausgabe ist kaputt. Nein, das hört sich irgendwie scheiße an, aber das ist echt so. Das hört sich total krank an, gerade. Ich überlege, dass wir damit noch 4 Rennen fahren müssen. Boah, das Wasser bremst ein Übel aus.
So, noch zwei Runden. Ich muss mich hier auch ein bisschen, sorry, dass ich auch so ein bisschen ruhig bin, aber ich muss mich hier echt übel konzentrieren bei dem Auto. Einmal durch den Pfützer und sofort verliest du die Kontrolle. Ah. Gleich kommt der zweite von hinten wieder angeschossen. Sollte ich doch mal ein bisschen Abstand rausfahren können. Würde mich aber überraschen. Wir haben ja noch anderthalb Runden. Da kommen die doch bestimmt schon noch. So fühlt sich das an, Leute, wenn der erste ganz weit wegfährt, hä? Wenn ihr keine Chance habt. Hey, sie haben geschlagen, Wendet. So, Leute, letzte Runde. Was ist der nächste Verbale? Ist ja schon wieder. Zeit für euch Gas zu geben. Um mir das Leben schwer zu machen. Schweigsam ist er. Und konzentriert. Ja, sollte das doch was werden? Würde mich jetzt aber überraschen. Das sollte mich jetzt aber überraschen. Mehr. 500 Meter, was da jetzt auf einmal passiert? Jetzt waren da eben 200 nur. Die gecrashed da hinten, oder? Meter. Sind die stehen geblieben? 700 Meter? Fast einen Kilometer Vorsprung. Waren die noch mit? Oder sind sie die Boxengasse gefahren? Denn? So, geschafft. Yay! Diese Autos, die hören sich so scheiße an.
Jawohl. Es hört sich aber nur so scheiße an. Oh, Scheiße, muss ich wieder ausschalten. Ich hätte gern den Number 60 da. Überragendes Paket. Okay. Okay, mein Lieben, wir machen jetzt eine Pause. Nächste Folge geht's dann mit dem Schaurennen weiter. Mal 1960er Grand Prix, das können wir auch mal machen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao.